Nothing's ever gonna be given to you. Everything's gonna be earned. If you don't go out there and put in the work, you don't go out and put in the effort, one, you're not gonna get the results, but two, and more importantly, you don't deserve it. You didn't earn it. Szene 4, Take 20. Ja, man könnte glauben, das ist ein Witz. Oder manche denken auch, das ist vor allem, wenn die Hühner die Straße überqueren. Aber das ist nicht der Zweck oder der Hauptzweck. Auch nicht unbedingt, wenn ein Unfall passiert, dass die Hühner dann entsprechend zu erkennen sind. Sondern es soll die Hühner davor schützen, dass wenn der Habicht von oben kommt, dass er abgeschreckt wird. Es funktioniert auch ganz gut, hat aber das Problem, dass der Habicht schlau ist und irgendwann drauf kommt und weiß, da passiert einem nichts, wenn ein Huhn eine solche Warnweste trägt. Der schlägt dann manchmal leider trotzdem zu. So ist das halt. Warum essen wir mehr? Was hat uns dazu gebracht, mehr zu essen? Wir hatten dieses ausgezeichnete System, ein sehr sensibles System namens Leptin, das unsere Nahrungsaufnahme für über 50.000 Jahre oder mehr reguliert hat. Und dann plötzlich scheint das in den letzten 30 Jahren irreparabel kaputt gegangen zu sein. Wie können wir mehr essen, als wir in Wahrheit sollten? Und die Antwort liegt im Verständnis über die Biochemie unseres Gehirns, weil diese Signale ganz klar nicht mehr funktionieren. Ein Signal ist das Hungersignal, das ganz klar nicht mehr funktioniert. Im unten verlinkten Video enthüllt er das Geheimnis über die Aktivierung im Hypothalamus und welchen Einfluss Leptin darauf hat. Ja, aber was ganz, 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 ganz klar ist, ohne das Maximum und das Matrix-Prinzip würde ich niemals diesen Schritt gehen und jetzt auswandern. Niemals. Und da habe ich den lieben Coaches hier jetzt, hat der wirklich ein großes Dankeschön verdient. Richtig großes Dankeschön. Ceci, danke. Ich habe es getan. Ich gehe jetzt den Schritt. Ich weiß nicht, was genau auf mich zukommt. Aber ich habe mich gelöst vom Kopf. Ich gehe die Schritte. Jeden Schritt, den ich getan habe, war, weil ich einfach klar denken konnte durch das Matrix-Prinzip. Leute, die mir seit 3 Jahren folgen, die kennen genau meinen Weg. Und ich danke dir, Cecil, dafür, dass es das Matrix-Prinzip und dich gibt. Und was soll ich anders sagen? Ich wäre sonst irgendwann mit 70 ins Grab gefallen und hätte mich gesagt, warum hätte ich es nicht getan? Denn wisst ihr, ich hab die letzten 3 Jahre Entscheidungen getroffen, wo ich immer gedacht habe, boah, das geht doch nicht. Oh Gott, nein, tu es nicht. Ach komm, mach. Es ist immer gut gegangen, es war immer das zum Besten. Und egal, ich gehe raus, ich lerne jetzt ein neues Land kennen, ich lerne neue Menschen kennen, ich lerne neue Kontakte kennen. Entweder es wird was ganz Großes draus oder es wird gar nichts draus. Ist mir total egal. Aber eins wird passieren, ich werde daraus gelernt haben. Und werde weiter gewachsen sein. Das Wichtigste ist einfach weiter zu wachsen. Und ich kann nicht hier zu Hause weiter wachsen. Ich brauche einfach andere Leute, andere Länder. Nur wenn man da Neues kennenlernt, kann man auch weiter wachsen, neue Erfahrungen sammeln. Und hier ist Stillstand. Das möchte ich nicht mehr. Also, meine Freunde, es wird spannend. Ich freue mich so.